Guten Abend, einen wunderschönen Anastasia-Abend, Juli 2024. Heute unser Thema. Ja, von mir auch einen schönen Abend an euch alle. Und ich freue mich auf die Sendung. Ja, wir haben gestern erst so vorgehabt, was zum Thema Sommer, Sonne zu machen irgendwie. Ja. Aber so ganz viel haben wir nicht wirklich dazu gefunden. Und du hast dich heute nochmal anders vorbereitet, meinst du? Ich habe das nicht anders. Ich habe das gestern das Seminar weitergenommen. Du Sommer hast auch die, die Bücher mitgenommen. Ja, ich habe die besseren Bücher mitgenommen, meinst du? Wo was drin war. Wo richtig viel drin ist dazu. Ja, oder zumindest was Gutes drin ist. Ja. Oh Gott, ich bin viel zu laut. Wir sind viel zu laut. Warte. Okay, dann machen wir leiser. Ja, hör mal auf zu schreien. Warte mal. Sag mal bitte nochmal was. Ja, ich bin ich immer noch zu laut? Ich weiß nicht. Also, ich bin es wahrscheinlich, weil ich habe, es ist Folgendes passiert. Normalerweise hast du ein silbernes Kabel und bist hier. Mhm. Und da, ich habe das verdreht. Ich habe am Wochenende ja alles, ich musste aufnehmen. Also, ihr müsst mir verzeihen, ich mache es nachher für YouTube einfach lauter. Und wenn ihr live nichts hört, werde ich es gleich sehen. Ich bin schlecht vorbereitet heute. Du darfst einfach schon mal beginnen und ich kümmere mich hier um die Technik, oder? Ja, willst du das so machen? Ja. Ja, also wir kommen noch auf das Thema Sommer, Sonne. Ja, da gibt es einige sehr schöne Aussagen, aber die Bücher hat sich gestern Simon von mir mitgenommen. Und wir sprechen ja zusammen drüber. Ne? Ja, genau. Ich habe mir dann was anderes gesucht. Es geht mir einfach darum, mal den Unterschied zu schauen, was ist unser Denken und wo liegt so dieses vedische Denken. Ja? Also unsere ganze Wissenschaft geht davon aus, unser Körper ist eine Maschine. Ja? Unsere ganze Wissenschaft denkt überhaupt nicht in Richtung Leben, nicht wirklich. Ja, und für mich ist alles Lebewesen. Und ich habe dann gedacht, ich nehme dafür mal das Buch 2. Das ist die klingenden Zedern Russlands. Bist du gerade davor, oder? Nein. So. Die klingenden Zedern Russlands. Und da ist ein Kapitel drin zum Kirschbäumchen. Und das zeigt eigentlich sehr schön, was es bedeutet, in der Natur und mit der Natur zu leben, wenn man alles als Lebewesen betrachtet. Ja, also Maigret erzählt, hatte Anastasia mal erzählt von seinem Kirschbäumchen, das er sich gekauft hat auf einem Markt. Mhm. Und da sagt Anastasia zu ihm: Wladimir, bitte erinnere dich an alles, was mit diesem Bäumchen zusammenhängt, angefangen vom ersten Moment deiner Berührung mit ihm. Ich will es versuchen, wenn es dir so wichtig ist. Ja, das ist es. Ich fuhr mit dem Auto. Wohin weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ließ ich den Fahrer beim Zentralmarkt anhalten und bat ihn auszusteigen und Obst zu kaufen. Ich blieb im Auto sitzen und beobachtete, wie die Menschen alle möglichen Arten von Setzlingen vom Markt mitbrachten. Du sahst sie und wunderst dich. Worüber? Stell dir vor, sie hatten frohe und zufriedene Gesichter. Draußen regnete es, es war kalt und sie schleppten Setzlinge, deren Wurzeln mit Tüchern umwickelt waren. Sie hatten ganz schön zu tragen, waren aber dennoch zufrieden. Und ich saß im warmen Auto und fühlte mich mies. Als mein Fahrer zurückkehrte, ging ich auf den Markt. Ich ging von einem Verkaufsstand zum nächsten und kaufte schließlich 3 junge Kirschbaumsetzlinge. Als ich sie in den Kofferraum legte, sagte der Fahrer, eine von ihnen werde nicht wachsen, weil seine Wurzeln zu stark gestutzt seien. Besser, ich würde ihn gleich wegwerfen. Ich behielt ihn jedoch, denn er war von besonders edlem Wuchs. Naja, ich will das gar nicht alles, das wird wahrscheinlich zu lange, wenn ich das alles vorlese. Also auf jeden Fall hat er sich große Mühe gegeben, er hat die auch eingepflanzt und er hat sich ganz, ganz große Mühe gegeben, diesen Setzling mit durchzukriegen.
Ja, aber er hat alles gemacht, was ihm gesagt hatte. Man, er hat ja also besonders gedüngt. Damit hat er noch ein paar Wurzeln zerstört. Ja. Und ja, jetzt sagt Anastasia. Ach so, nee. Er sagt dann, irgendwo habe ich gehört oder gelesen, dass Zimmerpflanzen und Blumen darauf reagieren. Also er hat dann angefangen, mit dem Bäumchen zu sprechen. Sie können sogar verwelken, wenn derjenige, der sie pflegt, verreist. Auch weiß ich von wissenschaftlichen Experimenten, mit denen Pflanzen an Sensoren angeschlossen wurden. Die Zeiger der Geräte schlugen in die eine oder andere Richtung aus, je nachdem, ob sich ihnen ein Mensch mit aggressiven oder liebevollen Gefühlen näherte. Dir ist also bekannt, dass Pflanzen auf menschliche Gefühle reagieren. Und gemäß dem Plan des großen Schöpfers bemühen sie sich, alles für die Lebenserhaltung des Menschen zu tun. Einige bringen Früchte hervor, andere erwecken mit ihnen schöne Blumen, mit ihren schönen Blumen freudige Gefühle. Und wieder andere reichern die Atemluft mit Sauerstoff an. Die Pflanzen haben aber noch eine weitere, nicht minder wichtige Bestimmung. Jene Pflanzen, mit denen der Mensch einen Austausch pflegt, schaffen für ihn ein Umfeld wahrer Liebe. Ohne diese Liebe wäre das Leben auf der Erde gar nicht möglich. Viele Kleingärtner zieht es zu ihrem Garten hin, weil sie dort dieses Umfeld vorfinden. Auch das sibirische Kirschbäumchen, das du gepflanzt hast und für das du sorgtest, war bestrebt, dieser seiner Bestimmung zu folgen. Und wenn jemand sich um eine genügend große Vielfalt von Pflanzen kümmert und sie in Liebe berührt, können sie für ihn ein derart mächtiges Umfeld der Liebe schaffen, dass es die Seele positiv beeinflussen und den Körper heilen kann. Dafür müssen aber viele Pflanzen zusammenwirken. Du jedoch sorgtest nur für eine einzige Pflanze. Deshalb war das sibirische Kirschbäumchen bemüht, ganz allein das zu tun, wozu normalerweise nur etliche Pflanzen zusammen in der Lage sind. Also es hat sich dann besonders angestrengt. Und ja, deshalb gingst du nach stressreichen Tagen ermüdet in deinen Garten, tratst vor das Kirschbäumchen und sahst es an. Und das Bäumchen gab sich deinetwegen große Mühe. Bereits vor Sonnenaufgang suchten seine Blätter die Reflexion der ersten Sonnenstrahlen am Morgenhimmel zu erhaschen. Und nach Sonnenuntergang machte es sich sogar das Licht des Abendsterns zunutze. Und all das klappte ganz gut. Seine Wurzeln vermieden die ätzenden Düngemittel und waren in der Lage, dem Boden die nötigen Nährstoffe zu entnehmen. Der Saft der Erde floss etwas schneller durch seine Adern, als es gewöhnlich der Fall ist. Eines Tages hatten kleine Blüten dein Lieblingsbaum, aber nein, hatten entdecktest du kleine Blüten an seinen Zweigen. Die anderen Setzlinge hatten keine Blüten, dein Lieblingsbaum aber hatte welche. Erinnerst du dich, was du getan hast, als du die Blüten erblicktest, Wladimir? Ich habe mich tatsächlich darüber gefreut. Aus irgendeinem Grund war ich plötzlich guter Dinge und ich habe seine Zweige gestreichelt. Ja, du hast seine Zweige zärtlich gestreichelt. Und dann sagtest du, schau mal eine an, meine Schöne, du blühst ja. Bäume, Wladimir, bringen nicht nur Früchte hervor. Sie bilden auch einen Raum der Liebe. Das Kirschbäumchen hatte den sehnlichen Wunsch, dass auch du von einer solchen Atmosphäre umgeben bist. Doch woher sollte es die Kraft nehmen, dir all das zurückzugeben, was es von dir bekommen hatte? Es hatte ja bereits alles gegeben, was es konnte. Und nun erhielt es noch diese besondere Zuwendung von dir. Daher wollte es noch mehr für dich tun, allein wie es war. Dann fuhrst du für eine lange Zeit auf Geschäftsreise. Nach deiner Rückkehr gingst du sofort in deinen Garten, um nach dem Kirschbäumchen zu schauen. Dabei aßest du die Kirschen, die du auf dem Markt gekauft hattest. Bei deinem Bäumchen angekommen, sahst du, dass es ebenfalls Früchte trug. Drei rote Kirschen hingen dran. Du standst also ermüdet vor dem Baum, spucktest die Kerne der auf dem Markt gekauften Kirschen aus. Und dann nahmst du eine der Kirschen vom Baum und probiertest sie. Sie waren ein wenig saurer als die Marktkirschen und so ließ du die übrigen zwei hängen. Ich hatte mich an den Kirschen bereits satt gegessen. Außerdem war diese eine Kirsche wirklich sauer gewesen. Ach, Wladimir, wenn du wüsstest, wie viel Gutes, wie viel Energie und Liebe in diesen kleinen Früchten für dich enthalten war. Aus dem Innern der Erde und den Weiten des Kosmos hat das Kirschbäumchen alles für dich Nützliche gesammelt und diese drei Früchte damit versehen.
Es ließ sogar einen seiner Zweige vertrocknen, nur damit diese drei Früchte reifen konnten. Du hast nur eine gegessen, die anderen hast du nicht angerührt. Ich habe das hier alles nicht gewusst, wie dem auch sei. Jedenfalls freue ich mich darüber, dass dieser Baum Früchte trug. Ja, das freute dich. Und dann, weißt du noch, was du dann getan hast? Ich? Nun ja, ich habe noch einmal die Zweige des Bäumchens gestreichelt. Nicht nur gestreichelt. Du hast dich gebückt und ein Blatt des Zweiges geküsst, der auf deiner Handfläche lag. Ja, das habe ich. Ich war einfach guter Laune. Und mit der Kirche ist etwas Unglaubliches geschehen. Was konnte sie noch für dich tun, da du die von ihr hervorgebrachten Früchte nicht einmal angenommen hast? Was? Sie erzitterte vor dem Kuss eines Menschen und in die lichten Weiten des Universums stiegen Gefühle und Gedanken auf, wie sie sonst nur einem Menschen eigen sind. Es waren die Gefühle und Gedanken der kleinen sibirischen Kirche, die das alles zurückgeben wollte, was sie von dem Menschen erhalten hatte. Sie wünschte sich so sehr, ihm einen Liebeskuss zu schenken, ihn mit ihren lichten Gefühlen der Liebe zu erwärmen. Doch dieser Gedanke widersprach allen kosmischen Gesetzen und so schwirrte er kreuz und quer durchs Weltall und kam nicht zur Verwirklichung. Die Erkenntnis der Unmöglichkeit, diesen Wunsch zu verwirklichen, bedeutet im Prinzip den Tod. Die lichten Mächte schickten den Gedanken an die Kirche zurück, damit sie ihn in sich zerstören und selber überleben konnte. Aber sie nahm den Gedanken nicht an. Ihr voriger Wunsch blieb unverändert und er war ungewöhnlich rein und ungestüm. Die lichten Mächte wussten nicht, was sie tun sollten, denn der große Schöpfer ändert ja seine Harmoniegesetze nicht. Die Kirche aber blieb am Leben. Den Tod erlitt sie aus dem Grunde nicht, weil ihre Gefühle, Bestrebungen und Gedanken ungewöhnlich rein waren und nach den kosmischen Gesetzen kann reine Liebe durch nichts zerstört werden. Ich kenne die Geschichte ja natürlich. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, aus der heutiger Sicht betrachtet nochmal, ich habe sie lange nicht gelesen, ist da ja viel drin. Ja, richtig viel. Ja. Deswegen fand ich die auch, habe ich gedacht, die nehme ich mal mit rein in die Sendung. Ja, fang an. Was für dich, also ich, oder soll ich, ist egal. Ja, also ich denke dann immer wieder, dass wir dringend unseren Ahnenbaum stabilisieren müssen. Dringend. Mhm. Ja. Und da liegen ja schon zwei Stimmen. Ja, ja, es liegt alles da. Ja. Aber wann tun wir es? Mhm. Ja. Also auch wir, bei uns passieren eben auch immer wieder solche Dinge, dass wir es eigentlich wissen und dann doch bleibt es erstmal liegen. Mhm. Und ziehen andere Sachen vor, die sicher auch gut sind. Aber vielleicht ist das andere, müsste das schneller geschehen oder hätte vorher geschehen müssen. Ja. Mhm. Aber mir geht es eigentlich nur darum, das nochmal aufzuzeigen, wie wichtig das ist, wie wir kommunizieren und letztendlich auch mit der Sonne. Und dann sind wir ja bei diesem Thema. Ja? Echt? Für mich geht es ja darin vielmehr, da steht ja, das ist ja pur Lazarev. Also pur. Lazarev. Was hat sie gesagt? Der Gedanke schwirrte durchs Weltall und konnte sich nicht materialisieren, weil er nicht im Einklang mit den göttlichen Gesetzen stand. Ja. Kann er sich also nicht manifestieren. Nicht möglich. Er widerspricht. Würde er sich manifestieren, würde er quasi dem Organismus schaden. Deswegen kann er es nicht. Mhm. Er kann es nicht. Und damit sie darf es nehmen quasi und ihn verbrennen. Den Gedanken, also auslöschen, damit sie sich damit nicht mehr beschäftigen müssen, sozusagen, kriegt sie die Chance, das zu machen. Und sie will aber nicht, sie weigert sich. Das sagt Anastasia, das Kirschbäumchen. Mhm. Und da sagt Anastasia, das wäre eigentlich ihr Todesurteil, weil was dem Organismus schadet, muss weg. Ne? Wir haben mal drüber gesprochen, Seelen können vernichtet werden. Oh, es steht da, es drin ist der Hammer. Und dann passierte Folgendes, die reine Liebe gewinnt. Immer. Mhm. Auch das ist ein kosmisches Gesetz. Und somit war es dann wieder im Einklang der kosmischen Gesetze, weil die Liebe immer siegt. Mhm. Immer. Und deswegen durfte das Bäumchen überleben und wurde nicht aus dem Feld genommen, weil die Liebe sich durchgesetzt hat. Mhm. Das steht da alles in der Geschichte. Ja, ja.
Das ist pur Lazarev, vom Ja. Allerfeinsten. Ja. Ich finde die auch sehr schön. Krass, krasse Geschichte. Du warst bei der Sonne, ich war bei der Sonne, meinst du? Ja. Ist ja hier eigentlich, also ich müsste jetzt anfangen mit einem sehr kleinen Stückchen aus Band, was habe ich gesagt, 4? Ne? Nein, eher klein, wie kann ich dir Band 4 entführen? Aus, ist ja auch noch deins, ne? Ja, ja. Entschuldigung. Ich hätte es auch hier gehabt. So ist es nicht. Aus Band 4, Kapitel 3, dein erstes Erscheinen auf Erden. Die Seitenzahl ist egal, es ist Kapitel 3, es gibt verschiedene. Habe ich jetzt das erste Mal ja gesehen, haben wir zusammen, wir haben in den Index geguckt von Konstantin. Ne? Und das erste Mal, ich habe das noch nie gesehen, dass da drin steht, Seitenkorrekturen für ältere bei den Ausgaben. Älteren Ausgaben. Das habe ich noch nie gesehen. Das hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Ich war ganz erstaunt, weil ich habe ja zwei ältere Ausgaben. Und ja, dadurch konnte ich das nämlich hier auch schneller finden. Genau. Dadurch, dass ich die Korrektur da... Ja, also habe ich, falls es euch genauso geht, es gibt tatsächlich einen Korrekturmechanismus für ältere Ausgaben. Aber ich sage die Seitenzahlen jetzt nicht. Kapitel 3 reicht. Band 4. Anastasia fuhr fort. Die Erde wurde zum Kern des gesamten Universums. Sein erster sichtbarer Planet. Sichtbarer Planet. Um sie herum erschienen dann die Sterne, die Sonne und der Mond. Das unsichtbare, von schöpferischer Kraft erfüllte Licht, das von der Erde ausging, wurde von allen anderen Himmelskörpern reflektiert. Widerspricht das irgendwie unserer physikalischen Darstellung? In gewissen Punkten? Also ich würde sagen, nein. Tatsächlich? Nein, ich glaube, also, du meinst jetzt die Physik. Ich glaube, die Physik stellt es ziemlich andersrum dar, würde ich mal sagen. Also da ist sie. Naja, die Physik ist, nimmt ja auch die Wirbelphysik nicht an. Also nur nochmal, um das klarzustellen, ja. Anastasia, also weil es ist so ein kleiner Satz. Nur um das klarzustellen, Anastasia behauptet hier, dass es andersrum ist, dass nicht die Erde beschienen wird, sondern dass die Erde scheint und die anderen reflektieren. Wenn wir die Wirbelphysik dazu nehmen, werden wir, wenn wir gleich ein paar Seiten weiterlesen... Die Wirbelphysik sagt nämlich genau auch das Umgekehrte. Also, nein, das Umgekehrte zu also die Sonne. Die muss entstehen. Die Sonne entsteht. Ja. Durch die Wirbelungen der Planeten, und zwar dort an der Stelle, wo die Energie, wo die sich alle kreuzen, da ist die Energie so hoch, dass da eine Sonne entstehen muss. Oh Gott. Ja. Ich muss noch mal kurz weiterlesen, weil jetzt habe ich gerade zufällig gesehen, dass da noch ein schöner Satz für Äonen Archonten kommt. Aber wie, also ich will das noch mal kurz festhalten, das steht hier drin. Die Sonne reflektiert. Scheint nicht. Eine neue, lichte Daseinsebene war somit im Universum entstanden, die der materiellen Existenz. Nichts und niemand hatte vor der Entstehung der Erde ein sichtbares materielles Dasein gehabt. Die Erde war mit dem Kosmos in Berührung und gleichzeitig eine eigenständige Wesenheit. Ja. Das steht da. Ich bin völlig fasziniert. Was wuchs, was flog, kroch oder schwamm, ging nie verloren, nicht ein Gramm. Also ich würde dann, fand ich jetzt auch schon mal spannend, ich spreche ja immer davon, das muss man ergreifen können, Wesenheiten, das hat mich jemand letztens gefragt, kurz off-topic, wie ich denn so hier fünfte Dimension und so wahrnehme, weil es ja dann so Zeitfenster und Sprünge offen und so, und mir würde das doch bestimmt auch gelingen, und macht da gar nichts. Ne? Und das Einzige, was sich bei mir verändert, ist manchmal eine Perspektive. Also so könnte ich das beschreiben. Ich bin ja hier. Ich verändere mich ja nicht im Raum. Auch nicht in der Zeit. Ich bin immer noch in derselben Raumzeit. Ich könnte die vielleicht verändern, wenn ich das wollte, aber das ist nicht das, was ich wahrnehme. Sondern ich nehme nur eine andere Perspektive wahr. Im Endeffekt. Und ich kann nicht schwer beschreiben, aber ich nehme eigentlich nur eine andere Perspektive wahr. Und sozusagen, dass man eben diese Perspektive der Wesenheiten. Ich fange an, glaube ich, zu begreifen, was Wesenheit, wie man das sehen kann, wie man sie fühlen kann. Und sehen, das, so würde ich das eher beschreiben, dass es in die Richtung geht.
Und wenn man diesen Satz in Verbindung, jetzt diese Stelle in Verbindung mit folgendem, wir sind jetzt auf Seite, jetzt muss doch, warte, nee, jetzt sind wir im Kapitel, Seite 149, Band 4, Kapitel 22, eigentlich ein komplett anderes Kapitel, nämlich die Invasionszentrale. Also es geht eigentlich um was völlig anderes. Und da steht dann ein interessanter Satz. Selbst, wenn ich suche, also es steht da, selbst die Sonne könnte nicht scheinen ohne den Menschen. Also auch das steht da nochmal. Ihr könnt euch selber raussuchen, seit Ja. 149, ich bin gerade zu blind, es zu finden. Interessanterweise steht das auch in den Selbst Talos-Büchern. die Sonne könnte nicht scheinen ohne die Emotionen der Menschen. Ja. So. Und wenn wir jetzt nur mal ganz kurz philosophieren, sowas machen wir ja manchmal, erklär mir doch mal aus deiner Sicht nochmal die Sonne. Wie du sie so empfindest, und wie können wir uns denn solche Dinge erklären? Also, warum ist sie mal wärmer, mal weniger? Also, hat das direkten, sagen wir mal, die Menschen, sagen wir mal, die Frequenz der Menschen würde ansteigen, dann würde es ja auch wärmer werden? Oder wie würde es werden? Die Sonne intensiver, die Kommunikation besser? Oder käme dieses Original wieder durch quasi? Ich glaube ja, dass die. Das immer noch so eine atmosphärische Schutzschicht uns quasi vor irgendwelchen. Also jetzt nicht so, nein, nein, nicht Schutzschicht, Quatsch, also ein künstliches Feld, und also Ja. davon abhält, auch Sonnenkollektoren sind ja für mich, warum zur Hölle sollte ich mir was aufs Dach setzen, Was die Sonne. was die Kommunikation damit unterbindet, Ja. also sämtliche Energie Die. rausnimmt, ist ja Ja. Quatsch, ist totaler Blödsinn. Ja. Also, und auch da, dann nimmst du es halt von der Erde, und dann kannst du sagen, stellst du halt nicht Das aufs Dach, ist aber. genauso schlimm, wenn man das ganze Feld auch voll macht. Das Feld wird tot. Genau. Ne, und Ja. jetzt ist ja dann, der Witz ist ja jetzt, dass quasi Gemüsefelder überdeckt werden mit transparenten Solarmodulen, die also erst die Ja. Sonnenenergie abfangen. Also da ist dann nichts mehr in der Pflanze. Aber es ist eine andere. Ja. Aber das ist, nee, das ist Ja, eigentlich die aber das Frage. Da ist ist das. doch dann nichts mehr Das drin. ist, also mir tun solche Sachen fast weh, wenn ich sie Ja. sehe. Ja. Ja. Weil es schadet Mutter Erde massiv. Ich spreche ja immer von Mutter Erde. Ja. Und für mich ist das unfassbar, was da gerade geschieht, alles. Ja. Glaubst du denn, dass das so ist, dass unsere Emotionen direkten Einfluss auf die Sonnenstrahlung haben? Davon bin ich überzeugt. Der Mensch strahlt so viel ab, ja, dass man kann das sogar messen, ja, was der Mensch An alles, Watt, ja, das ist klar. ja, aber es sind ja nicht nur Watt. Emotionen kannst du ja nicht in Genau. Watt beschreiben, ja. Und ich weiß nur, dass in einem der Talos-Bücher, ich weiß nicht mehr welchen, auch beschrieben wurde, dass unsere Sonne, wenn hier keine bewussten Menschen mehr auf der Erde wären, ja, unsere Sonne nicht mehr existieren würde. Weil sie ohne unsere Emotionen nicht scheinen kann. Da bin ich aber mal gespannt, weil wenn ich Ja, jetzt nicht nur behauptet habe, Emotionen, dass gewisse. alle Ja, Energien, die wir aber abgeben, ja, genau. also auch Liebe, ja, alles. Ja. Liebe ist ja keine Emotion. Nee, ist ein Wesen. Ja. Ist ja eigentlich alles ein Wesen. Welche Stelle hast du noch vor uns? Ich habe jetzt mit der Sonne, bin ich im Endeffekt auch schon fertig. Ah, das Ne? weiß ich. Es stand nicht wirklich, ich hatte jetzt eine Band 10, aber im Endeffekt, es ist immer wieder das Gleiche, um das es geht. So, die Sonne scheint, klar, aber sie reflektiert. Im Endeffekt ist es ein Riesenreflektor, was natürlich witzig ist. Ne? Also setzt euch mit dem auseinander, was ihr da hochschickt. Das ist im Endeffekt nichts anderes. Das ist natürlich ein bisschen brutal, weil das natürlich dann durch Pflanzen aufgenommen ist. Es ist ein Verstärker, das verstärkt das Problem. Ja, also das heißt, wenn das Negative da, ne, dann nimmst du auch noch mehr negative Sachen durch die Pflanzenwelt zu dir. Oder dann müssten die Devas mehr arbeiten, um das wieder rauszufiltern. Ob sie das können, weiß ich nicht. Und glaubst du, ein Pflanzendeva ist mächtiger als eine menschliche Nee, Emotion? Nein, glaube im ich Leben nicht. nicht. Das glaube ich auch Ja. nicht. Das ist im Ende, das geht dann nochmal Band 10 und so weiter und sie genießt die Sonne. Das ist, ich wollte ja wissen, was schreibt Anastasia zur Sonne?
Aber das war im Endeffekt die Essenz, stand dann in Band 4. Du hast jetzt Band 6? Ja, ich habe jetzt Band 7. Nee, 6. 6. Band 6, genau. Ich bin blind. Ja, und da wird auch einfach ganz schön beschrieben, wie die vedischen Menschen gelebt haben. Ja, und das zeigt auch, dass das viel ist, wo wir, wenn wir anfangen zu denken in Kalorien oder in ja, alles so Maßstäbe, die wir an unsere Welt setzen, ja, dann haben wir nichts begriffen. Gar nicht. By the way, Kalorien-Theorie, sagte Andreas immer, stimmt nicht. Ja, also, weil man vorhin sagt, man kann ja messen, was wir so aussenden in Watt und sowas. Ne? Nee, eben. Das kann man nicht. Es scheint anscheinend nicht, also ich kann das nicht nachrechnen. Nein, du kannst ja auch Liebe nicht messen. Nein, aber also man scheint, es scheint nicht aufzugehen. Also rein rechnerisch gesehen, also es geht, es ist völlig unmöglich. Dass man sagt, also auch da, wo kommt der Rest, die restliche Energie her? Also, ne? Es scheint einfach nicht auszugehen. Ja. Aber das müssten andere bitte nachrechnen. Ich kann sowas nicht. Ich bin. Das kann ich nicht. Ja. Die Menschen im vedischen Zeitalter kannten nicht eine Krankheit des menschlichen Leibes. Selbst im Alter von 150 oder 200 Jahren blieben sie geistig rege, lebensfroh und absolut gesund. Sie hatten keine Ärzte und Heilpraktiker, von denen es heute eine Menge gibt. Körperliche Krankheiten waren auch deshalb nicht möglich, da die Lebensweise auf dem eigenen Familienlandsitz dem von ihnen eingerichteten natürlichen Raum der Liebe völlig den Prozess der Ernährung regulierte. Der Organismus des Menschen war in der nötigen Quantität mit allem Notwendigen und zur besten Zeit für die Einnahme der besten Planetenkonstellation für die Nahrungsaufnahme versorgt. Achte einmal darauf, Wladimir, dass es in der Natur nicht zufällig so eingerichtet ist, dass im Laufe der ganzen Frühjahrs- und Sommerzeit und im Herbst die verschiedenen Pflanzen in einer bestimmten Reihenfolge reifen und Früchte tragen. Zuerst kommen die Kräuter, Löwenzahn zum Beispiel. Sie sind auch angenehm und schmecken besonders, wenn man sie mit Winternahrung mischt. Der Mensch ging in dem von ihm geschaffenen Raum frei seiner Gedanken. Nein, sein freier Gedanke konnte etwas schaffen und er konnte die Aufgaben des Universums lösen. Rundherum waren Früchte, die mit ihrer Schönheit lockten. Intuitiv pflückte er eine davon oder auch zwei oder drei und aß sie und er lenkte seine Gedanken nicht damit ab, was ihm Gott zu versüßen gegeben hatte. Und da denke ich einfach darüber nach, was wir machen. Wir essen im Winter Sachen, die im Winter draußen gar nicht mal wachsen würden. Ja? Also wenn wir im Winter Tomaten. Die Tomaten und all das essen, was diesmal, was da in großen Mengen im Winter gekauft wird, ja, das das schadet uns eher, als denn Tomaten zum Beispiel oder auch Paprika, all die Früchte, die wir jetzt essen, ja, die geben dem Körper zwar Wasser, aber Mineralstoffe, die er im Sommer braucht, wenn es heiß ist, ja, um die Hitze abzubauen. Ja. Im Winter kühlen sozusagen. Die kühlen uns im Winter. Die kühlen im Winter unseren Körper, ja. Sehr intelligent. Ja. Und also Chili hinterher ist. Ja, also du zum Beispiel, es gibt ja Sommerrettich, der schmeckt ganz anders als der Winterrettich. Der Sommerrettich ist auch eine Frucht, die genau das macht, den Körper kühlt, ja. Während der Winterrettich so viel ätherische Öle hat, im Gegensatz zu dem Sommer, die hat der im Sommerrettich nicht, diese Massen an ätherischen Ölen, dass er wärmt, den Körper tatsächlich wärmt. Also die Früchte wirken unterschiedlich. Und was essen die meisten Menschen im Winter? Sommerfrüchte in erster Linie. Orangen hauptsächlich mal. Orangen, ja. Ne, genau. Also vor allem unreife Früchte. Das ist das Schlimmste daran, aber das ist ein anderes Problem. Ja. Die sind alle unreif. Es gibt keine reifen Orangen oder Ananas oder so, die Flugware. Ansonsten würden die auf dem Transport einfach nur kaputt gehen. Und dementsprechend essen wir unreife Früchte permanent. Ich nicht, ich esse keine Südfrüchte. Ja. Ja, ich will das jetzt auch nicht alles vorlesen. Ähm,
Die Worte kennen und wissen sind nicht ein und dasselbe, denn Wissen bedeutet mehr als kennen. Wissen ist nicht nur kennen, sondern auch fühlen viele Erscheinungen der Bestimmung des göttlichen Werks, seines Systems durch sich mit dem Leib und der Seele. Jeder Mensch im vedischen Zeitalter wusste, dass die von ihm aufgenommene Nahrung nicht nur den Leib ernährt, sondern auch die Seele mit Bewusstheit füllt und ihm persönlich Informationen aller Welten des Universums bringt. Deshalb waren die innere Energie und der Scharfsinn des Verstandes und der Geschwindigkeit der Gedanken bei diesen Leuten um ein Vielfaches höher als bei dem Menschen heute. Ja, ich will aber nicht, ich will, doch, es kommt jetzt gleich. Genau. Die Menschen der vedischen Kultur waren sehr empfindsam. Ihr Organismus konnte sofort den erheblichen Unterschied zwischen einer selbstgepflückten und einer mit lieber Hand dargebrachten Frucht unterscheiden. In modernen Geschäften heutzutage haben die Nahrungsmittel oft nicht den Duft und den Geschmack des ursprünglichen Produkts, sehr selten. Ja. Wir auch. Ja. Sie haben keine Seele und sind den Menschen gegenüber gleichgültig. Sie gehören keinem und halten niemandem die Treue. Würde der moderne Mensch die Nahrungsmittel, die es im vedischen Zeitalter gab, kosten und vergleichen, würde er die modernen Lebensmittel nicht mehr essen können. Jeder Familienlandsitz der vedischen Zivilisation war eine unzugängliche Festung für alles Böse jeglicher Form und gleichzeitig war es für die Familie, die darin lebte, wie ein Mutterleib. Hohe Festungsmauern baute keiner. Der Familienlandsitz war mit einer lebendigen grünen Hecke eingefriedet. Diese Hecke und alles dahinter Wachsende schützte die Familie vor allen Arten negative Erscheinungen für den menschlichen Leib und die Seele. Ich hatte dir schon oft erzählt, dass die Verwandten früher nur im eigenen Garten oder im Wäldchen des eigenen Familienlandsitzes die Körper der Entschlafenen beerdigten. Diese Menschen wussten, die menschliche Seele ist ewig, aber auch die materiellen Körper können nicht spurlos verschwinden. Jeder Gegenstand, auch wenn er äußerlich als seelenlos erscheint, trägt in sich viele Informationen des Alls. In der göttlichen Natur verschwindet nichts einfach irgendwohin. Es ändert nur seinen Zustand und sein Aussehen. Die Körper der Entschlafenen deckte man nicht mit Steinplatten ab und auch die Stellen, an denen sie beerdigt wurden, wurden nicht gekennzeichnet. Ein großes Denkmal war für sie der Raum, den sie mit ihrer Hand und mit ihrer Seele geschaffen hatten. Indem sie ihren Zustand veränderten, zogen die Körper, die keine Seele mehr hatten, die Bäume, Gräser und Blumen auf. Dazwischen liefen die geborenen Kinder. Alles ringsum liebte die Kinder. Der Geist der Vorfahren schwebte über diesem Raum. Er liebte und beschützte die Kinder. Die Kinder verhielten sich zum Raum ihrer Heimat mit Liebe. Da denke ich jetzt gerade, was die Luisa mir eben erzählt hat. Das ist so schön. Die waren ja, also Simons Familie war ein paar Tage weg, also Frau und Kinder. Du meinst, was der Joe gemacht hat, oder? Hä? Was Joe ja, gemacht okay. hat? Ja? Oder willst du es erzählen? Ja, du warst dabei. Ich kann ja nur. Ich war nicht dabei. Ach, du warst nicht dabei. Was Luisa mir erzählt hat. Die waren 5 Tage weg, ne? Mhm. Und nach 5 Tagen kamen sie dann zurück. Die Kinder waren eigentlich schon eingeschlafen unterwegs. Es war abends spät, als sie kamen. Und beim Reintragen wird der Josef wach und will wohl runter. Und dann fängt er an, jubelt im Flur zu tanzen, ja. Dass er wieder zu Hause ist. Freudentanz auf, der 1,5-Jährige, ja. Dass er wieder zu Hause ist. Ja. Ist auch nicht so, dass sie davor, sie hatten eine schöne Zeit. Ne? Sie hatten sehr schönen Urlaub bei die Luise. Waren am Meer, sie waren ganz Die waren Spaß, an der Ostsee. Die Kinder waren ganz dran im Wasser und zwar auch für sie sehr schön, ja. Aber also zu Hause hat dann Freudentanz aufgeführt. Ja. Das erinnert mich hier irgendwie daran, ja. Ja, also die Kinder verhielten sich zum Raum ihrer Heimat mit Liebe. Der Gedanke erzeugte keine Illusion über die Endlichkeit des Lebens. Das Leben der Veden ist unendlich. Die aufgestiegene Seele, die alle Dimensionen des Alls durchlaufen hat, die verschiedenen Ebenen des Daseins aufgesucht hat, wird immer wieder in menschlicher Form verkörpert.
Im Garten, in der Heimat aufgewacht, lächelt das Kind erneut. Der ganze Raum erwidert sein Lächeln. Der Sonnenstrahl, der Wind, der mit dem Laub raschelt, die Blume und der weite Stern hauchen mit Begeisterung. Wir sind eins, von dir verkörpert, Kind des göttlichen Seins. Und heute gilt, auch heute gilt die Bitte älterer Menschen, die in der Fremde leben, als unerklärlich. Wenn ich sterbe, begrabt mich bitte in der Heimat. Die Menschen spüren intuitiv, dass nur die Heimat in der Lage ist, sie auf die Erde in ihren paradiesischen Garten zurückzuholen. Die Fremde stößt die Seelen ab. Die Menschen sind bestrebt, ihre Körper in der Heimat bestatten zu lassen. Darum bitten ihre Seelen schon seit Jahrtausenden. Aber kann man etwa einen Friedhof als Heimat bezeichnen, gleich wo er sich befindet? Es war früher übrigens Tradition, wenn sich, also auch unter Heerführern hatte man Ehre. Und der Besiegte wurde, die Gebeine wurden meistens seiner Familie übergeben. Ja. Außer man wollte verhindern, dass er wieder inkarniert. Dann hat man genau das nicht gemacht, sondern sie verbrannt oder am besten noch Herz gegessen und so. Aber jetzt anders. Ja. Stell dir einen Familienlandsitz jener Zeit vor. Auf ihm sind die Körper vieler Generationen begraben. Jeder darauf lebende Grashalm ist bestrebt, die dort Lebenden zu liebkosen, für den Leib des Menschen nützlich zu sein. Für die Menschen mit bösen Absichten wird jeder Grashalm und jede Frucht im Garten plötzlich giftig. Daher hat niemand auch nur den Gedanken, irgendetwas von sich aus zu nehmen. Es ist nicht möglich, sich mit Gewalt eines Familienlandsitzes zu bemächtigen. Man kann ihn für kein Geld kaufen. Wer wird sich an etwas vergreifen, was denjenigen zu vernichten in der Lage ist? Jeder war bestrebt, seine herrliche Oase selbst zu schaffen. Der Planet wurde mit jedem Jahr schöner. Ja. Familienlandsitz, ich kann sie nur sagen, probiert's aus, das ist so. Nee, Sie sehen das hier. Am Wochenende wieder Seminar. Und noch kommen die meisten Menschen, die kommen, fühlen sich sofort wohl. Das stimmt. Aber das hat ja auch eine Erklärung und das passt natürlich jetzt wieder. Ich habe mir noch was rausgesucht, das wichtig war anscheinend, weil ich habe es aufgeschlagen und habe gedacht, das muss ich noch machen. Zeitlich kommen wir ja noch locker hin. Warum vergeht die Liebe? Das ist ja die zentrale Frage, oder? Also ja. Das wäre ja schön, wenn Familien zusammenbleiben könnten und so. Also wäre ja schon mal eine, also wenn die Familie ja die Keimzelle ist, wäre es schon mal schön, wenn die Liebe bleiben würde. Und ich meine, ich weiß ja, wovon ich, sorry, ne, dritte Frau und so, aber deswegen erzähle ich ja, was ist wichtig. Warum vergeht die Liebe? Die moderne Lebensweise des Menschen. Achso, Band 10 ist es, ne? Ja, klar. Band 10, Seite 138. Die moderne Lebensweise des Menschen hat zu vielen Problemen geführt, deren Erörterung streng verboten ist. Und wenn es keine Erörterung gibt, gibt es natürlich auch keine Lösung. Weltweit gibt es Milliarden familiärer Konflikte bis hin zu Morden zwischen Mann und Frau. In den sogenannten zivilisierten Ländern enden bis zu 80% der jungen Ehen in baldiger Scheidung. Dieser Prozedur gehen langwierige negative Emotionen und Spannungen voraus. Was am Ende bleibt, sind unglückliche Kinder. Tatsächlich haben im Laufe der Jahrtausende Millionen und Abermillionen von Privatkriegen zwischen Menschen stattgefunden, die versuchten, eine Liebesbeziehung einzugehen. Darunter nicht nur die jeweiligen Partner, sondern auch ihre Kinder auf grausamste Weise zu leiden. Darunter hatten nicht nur. Die heutige Menschheit akzeptiert diese Lage als simple Gegebenheit. Angeblich ist es ganz natürlich so. Die Liebe kommt und geht eben. Aber anscheinend ist diese Lage nur für Menschen der künstlichen Welt die Regel. Für das wahre Wesen des Menschen ist sie durchaus nicht normal. Die Tiger-Einsiedlerin hat zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass das, was junge Menschen in eine gegenseitige Beziehung treibt, keine Liebe ist, sondern nur der Impuls zum Keimen eines phänomenalen Gefühls, das bei der Vereinigung von drei Komponenten entsteht. Sie hat diese Komponenten benannt und hat auf drei Rituale hingewiesen, die bei der Entstehung echter Liebe behilflich sind. Ich habe darüber in den vergangenen Bänden dieser Serie geschrieben.
Ich musste dabei das Wort Brauch verwenden, weil es in der russischen Sprache kein Wort gibt, das diese weisen Handlungen von Jungen und deren Eltern beschreibt, die eine Anziehung zueinander verspüren. Doch dieses Thema scheint, wie auch viele andere, für die sogenannten freien Massenmedien tabuisiert worden zu sein. Außerdem gab es auf einmal das Bestreben, unter vielen Vorwänden die Quelle zu verleumden. Das ging so weit. So. Ich überschreibe, ich springe das mal ein bisschen, muss ich jetzt nicht auslassen, also war wohl keine schöne Zeit. Aber es stimmt natürlich, das wird komplett tabuisiert, das gibt es nicht, das Thema. Mhm. Hm? Auf die Frage, wieso die Liebe ausbleibt oder so schnell verfliegt, wie sie gekommen ist, könnte man antworten, dass sich bei den meisten jungen Paaren deshalb keine richtige Liebe entwickelt, weil dafür einfach kein passender Raum vorhanden ist. Was ist eigentlich Liebe? Liebe ist ein Gefühl, eine mächtige Energie, die die Menschen zum schöpferischen Tun inspirieren und sowohl seine physischen als auch seine geistigen Kräfte steigern kann. Liebe ist eine intelligente Energie. Sie füllt sich mit einem Raum aus, in dem sich zwei verliebte Menschen befinden und schafft für sie ein einheitliches Ganzes, den Raum der Liebe. Doch schauen Sie, was heute geschieht. Die jungen Leute kommen zum Standesamt, um ihre Ehe zu registrieren. Der Raum des Standesamtes ist nicht nur ihr Raum, sondern nur ein vorübergehender Aufenthaltsort, in dem es darüber hinaus auch noch Scheidungsprozesse abgehalten werden. Einen solchen Raum kann die weise Energie der Liebe nicht mit sich ausfüllen. Auch das Fahren in einem Auto, meist sogar in einem Fremden, passt der Energie der Liebe nicht. In einer modernen Wohnung kann sie sich ebenfalls nicht ausbreiten, denn die Energie der Liebe kann keine seelenlosen, verfallenen Gegenstände liebkosen. Und auch auf einer ganz neuen Wohnung ist in jedem Augenblick alles dem Verfall unterworfen. Es gibt dort kein Wiederaufleben und die Energie der Liebe kann sich nicht mit solcher Zerstörung zufrieden geben oder eine solche Situation, in der sie sich befindet, billigen. Die Energie der Liebe braucht einen lebendigen Raum, erbaut von Menschen, die zueinander Zuneigung empfinden. Sonst geht es nicht. Den Beweis liefern endlose Scheidungen, die seit Jahrhunderten auf aller Welt stattfinden. Die Frage, warum die Liebe ausbleibt, sollte grundsätzlich untersucht werden. Und ich möchte in diesem Thema mein nächstes Buch widmen, in dem ich vom alten Land erzählen werde, wo die Menschen um die Geheimnisse unvergänglicher Liebe wussten. Unsere heutige Einstellung zur Liebe ist tatsächlich widersinnig. Da endet er. Er hat es nicht erörtert. Was ist deine Meinung dazu? Warum geht die Liebe? Warum bleibt sie erhalten? Also, ich habe mir zu dem Thema viel Gedanken gemacht schon und habe auch mal eine Zeit lang was geschrieben. Ich habe übrigens in unserem letzten Lehrbrief hier auch vom Wesen der Liebe geschrieben. Mhm. Weil die meisten Menschen verwechseln eine körperliche Anziehung mit Liebe. Ja, wenn ich mich von einem Menschen körperlich angezogen fühle, heißt das aber noch nicht, dass die Seelen einen Gleichklang haben. Ja, aber wir haben uns reduziert auf die Materie, auf den materiellen Teil. Und wenn wir unseren Seelenpartner finden, dann stimmt nicht nur das Körperliche überein, sondern auch die Seele und die geistige Ebene. Mhm. Und wenn die drei zusammenfinden, übereinstimmen, ja, wird die Ehe nicht auseinandergehen. Aber sie sagt, wenn sie es in einer modernen Wohnung machen, ist es schwierig. Weil sie da nicht wohnen kann. Ist ja Wesen. Ja, ja. Das ist ein Wesen der Liebe, die kann ja nicht wohnen. Ja, aber es ist auch so, dass wir, solange wir so abgeschottet sind von der Natur, finden wir auch unsere Seelenpartner nicht wirklich, weil wir nämlich vieles nicht spüren. Wir gehen, ich gehe davon aus, wenn ich so in so einem Hochhaus wohne, bin ich ja so abgeschottet von der Natur, dass ich nur noch über den Intellekt reagiere. Oder zum größten Teil. Boah, ich glaube, es gibt ganz tolle, wundervolle Menschen in der Stadt, die also wirklich alles. Ja, aber warum dann? Erklär ich gut. Glaube, also ja? wenn die Liebe, also die, sie sagt ja, die Liebe kann mit der Materie da wenig anfangen, das ist alles tot. Mhm. Und sie möchte gerne geliebt werden, liebkost werden. Die Liebe ist nur für das Leben da. Mhm. Liebe ist das Leben.
Und das Leben, sagt er, hält sich doch nicht da auf, wo der Tod ist. So Quatsch. Deswegen, wenn du einen Familienansitz hast, dann haben wir ja auch einen materiellen Todraum. Im Haus wird sie sich nicht aufhalten, aber draußen kann sie sich überall aufhalten, überall. Und ja, sie kann ja auch mal reinkommen, so ist es nicht, aber sie hat Du einen hast ja auch Wohnort. hier Und sie Leben, haben aber auch hier letztendlich. Leben, so ist es nicht. Ja. Aber Pflanzen, ich weiß nicht, ob das unbedingt ausreicht, sich in eine Stadt, wo du so großartig Pflanzen hinzustellen. Es geht darum, dass man einen. Und wir haben es auch so gemacht, also wir haben es damals sogar nicht, wir haben es nicht gemacht, aber man hätte es indirekt haben wir es über Veda so geregelt, weil die Bäume bei uns unsere Emotionen kanalisieren und Veda zur Verfügung. Und da ist etwas andere Situationen, gibt es als Video, könnt ihr euch angucken. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, einen Raum tatsächlich zu schaffen, eine Wohnung. Also wo soll denn ein Wesen wohnen? Dann gib ihr doch einen Busch oder gib ihr da, wo will sie denn? Das ist ja die Frage, wo will sie denn wohnen? Und dann kann man das doch machen. Dann darf sie doch da wohnen. Sie sucht sich das doch normal selber aus, aber wenn man das, man kann das ja auch schaffen. Man kann das auch Wo sagen. in der Großstadt, Ja, im das ist, Hochhaus? nein, das geht ja nicht. Das ist genau das Thema. Ne? Ja. Also, oder vielleicht geht es doch und man müsste halt dann überlegen, wo ist das Leben? Also, wo wäre sie bereit, wo ist Leben? Ja. Ne? Das war, ich weiß nicht, wie es geht, aber es wäre eine Denkaufgabe. Ja. Ich muss ja nicht immer alle Probleme lösen. Aber mir wäre es halt wichtig, weil das halt ein Faktor ist, dass die Liebe erhalten bleibt und dass die Liebe irgendwo wohnen darf. Und ich finde, Anastasia beschreibt das sehr schön, beziehungsweise Migré beschreibt das sehr schön, dass es ein Wesen ist, das respektiert werden muss. Und dieser andere Teil, den du da angesprochen hast, das ist ja nun mal, also ich meine, wir riechen normalerweise, also selbst den materiellen Teil können wir nicht mehr richtig wahrnehmen, weil wir unseren Partner körperlich gesehen wenigstens riechen würden, dass es passt, Meistens ist hier, das ist ein Organ. ja, machen das mit Und durch Parfümen. Parfüms und Cremes und hast du nicht gesehen und irgendwas ist das ja schon mal alles durch. Vergiftungen, auch das. Normalerweise stinken wir, ich glaube, für andere Menschen, für wirkliche Menschen stinken wir alle wie die Hölle, weil wir vergiftet sind bis zum Kotzen. Bruno Württemberger letztens gelesen, wir sind nicht krank, wir sind vergiftet, sage ich schon die ganze Zeit. Danke, Bruno. Schön, dass du meine Sendung siehst. Nein. Wir sind vergiftet und das stinkt. Natürlich, jeder, der sich mal vergiftet hat und das auch schwitzt, weiß einfach, das stinkt. So, aber für jeden normalen Menschen müssten wir stinken, wie blöd. Also für jeden gesunden Menschen. Das heißt, wir riechen unsere Partner nicht mehr. Dann haben wir die optischen Reize, die schaltet Anastasia in ihrem Ritual ja aus. Weil ich weiß überhaupt nichts. Ich probiere die Frucht, also ich probiere das Ergebnis der Liebe dieser Göttin, ob das meins ist, ob das schmeckt. Das, was ihr Landsitz, ihre Liebe, ihr Raum hervorgebracht hat, wenn das für mich gut ist, ist das scheißegal, ob die 150 Kilo wiegt. Es ist einfach wurscht. Tut sie nicht. Aber es ist wahrscheinlich einfach wurscht. Ne? Sollte es sein. Wenn ich das aber erst über den optischen Reiz, sie kommt ja gar nicht über die Schwelle drüber. Ne? Bei den meisten. Kommt sie über die Schwelle ja gar nicht drüber. Sie kann es gar nicht beweisen. Ja, das ist sehr schön beschrieben in einem der Bücher, wo es um die Bräuche geht. Genau. Ja, dass das manche Frau zur Zeit, als die Veden noch lebten, also als die Welt noch vedisch war, dass die im Dorf keinen Partner fand, dass sie hingegangen ist und so ein Brett fertig Nein, gemacht das hat. war alle an einem bestimmten Tag, so dass die Jünglinge auch wussten, da fahren gleich die ganzen Boote den Fluss runter. Genau. Und dann wurden quasi kleine Flöße Flöße gebaut mit gebaut, ja? Informationen über diese Dame. Ja, genau. Da kam. Witzigerweise beschreibt sie nur die Damen, die Herren machen das nicht. Nee, die Männer suchen aus, intuitiv. Genau, und die Dame bietet quasi an, was ihre Früchte, ne, also nicht, Ja, also, genau. was sie auch immer für Informationen preisgeben will. Und der junge Mann hat dann die Aufgabe quasi anhand der Strömungsgeschwindigkeit und der Kerze, die da drauf steht, also ich stelle eine Kerze drauf, wo ist die denn? Wird Ja, die wie das da weit weg? ist sie Wie weg? weit Wie ist die denn weg? weit ist die Kerze Wie weit ist runtergebrannt? die Kerze runtergebrannt? Wie lange dauert das ungefähr? Wie ist die Flussgeschwindigkeit? Wo muss ich hin? So, darum geht es dann. Das ist das Ja, und Spiel. sie gibt Obst aus Genau. ihrem Garten da drauf. Sie backt auch was selbst oder macht irgendwas selbst, was da Wir auch müssen es drauf jetzt kommt. nachlesen, um es zu beschreiben, aber Ja? das ist der Sinn dahinter. Der optische Reiz ist schon mal nicht mehr vorhanden. Ja? Du Ne? nimmst also nur diese Frau nur auf der energetischen Ebene Ebene da war. war. Genau. Und wenn halt ihr Raum etwas hervorgebracht hat, das mir schmeckt, ist schon mal nicht schlecht.
was eben nicht zu sauer ist oder, ja, ne, sondern schmeckt. Und wenn man dann natürlich auch noch Geschmacksnerven hat, im Gegensatz zu heute, ist das vielleicht auch nicht schlecht. Mhm. Ja, das Thema süß ist bei mir. Also seit ich sehr wenig Süßigkeiten esse, kann ich die nicht mehr wirklich essen, weil die mir zu süß sind. Mhm. Ich finde alle Süßigkeiten, die es heute gibt, ekelhaft süß. Das ist ja auch. Ja? Wahrscheinlich. Und der Geschmack verändert sich ganz stark dadurch. Ja, also ich meine, ich... Ich habe ja auch schon mal Produkte raffiniert sozusagen. Ne? Und wenn man halt, also wenn du halt eine Zuckerrübe nimmst, die würdest du ja normalerweise nie essen. Mhm. Macht kein Mensch. Aber wenn man halt den Zucker rausholt, ist das halt ein bisschen das Schloss den Kaffee. Also ich habe quasi jeden Tag eine Zuckerrübe im Kaffee. Mhm. Diese Menge wird doch kein Mensch essen. Ja. Die liegen da draußen. Futterrüben kannst du nehmen, die isst kein Mensch. Ja. Kein Mensch würde die essen. Aber wenn man das natürlich runterkomprimiert, dann muss es natürlich viel süßer. Also kannst du sagen, ich mache mir ein bisschen Zuckerrübe im Kaffee. Das würde keiner wahrnehmen. Ja? Es hätte nicht die Kraft, etwas so Bitteres wie Kaffee süß zu machen. Mhm. Wie denn? Das ist natürlich ein Konzentrat. Und bei Konzentraten, wenn man die natürlich übertreibt, ist das so. Wie heißt welches Buch? Space Shuttle 40 will das wissen. Welches Buch? Von welchem Buch? Space Shuttle 40? Ja, wo das Ritual beschrieben ist, das weiß ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, Buch 6. Kann ich nachgucken. Ja, guck doch mal. Bräuche der Liebe müsste es auf jeden Fall sein. Ja. Ne? Ist Buch 6 Bräuche der Liebe? Ja. Space Shuttle 40 kenne ich auch noch gar nicht. Ist es neu? Space Shuttle 40, bist du neu? Also ist es doch nicht Buch 6. Nee. Ist es 7. Die Bräuche der Liebe. Vielleicht heißt es sogar die Bräuche der Liebe. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht hier stehen. Guckt nach oder guckt zur Not im Index nach von Konstantin Kirsch. Ja. Oder ich schreibe euch irgendeiner in die Kommentare. Unter, nachher. Unter YouTube oder Christa schreibt euch das nachher unter die Kommentare, wenn die Sendung auf YouTube ja, ist. Ja, genau. So, in diesem Sinne würde ich sagen, erhaltet euch die Liebe, versucht ihren Raum zu machen. Ich habe das wirklich gedacht. Ich habe gedacht, boah, warum hänge ich ihr nicht ein, aber jetzt weiß ich warum. Warum hänge ich ihr nicht ein Vogelhäuschen auf? Oder, weißt du, völlig egal. Einfach, aber das wäre ja auch Materie. Auch tot, mhm, wenn ich das baue. Also müsste man gucken, dass man ihr einen Platz anbietet. Und das haben wir im Endeffekt tatsächlich getan. Mhm. Könnt ihr euch angucken bei Veda. In diesem Sinne, ich glaube, ich werde an diesem Donnerstag doch nochmal versuchen, eine Sendung zu machen. Zu gucken, wie ging es uns in den letzten Tagen und Wochen. Halte ich mal für gut diesen Donnerstag. Ich werde es versuchen. Letzte Woche habe ich es auch schon versucht. Hat nicht geklappt. Und in diesem Sinne würde ich euch aber einfach ja, bis nächste Woche Montag entlassen. Was haben wir genau nächste Woche Montag für ein Thema? Weiß ich auch schon nicht mehr. Nächste Woche Montag ist ein freies Thema. Müssen freies wir, Thema. Suchen, ja, wir uns aus. Vielleicht habt ihr auch Wünsche. Schreibt sie, ja, rein. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. In diesem Sinne. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Thank you.